Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal von Alberto Tortellini Carbonara mal probieren. Aus frischem Nudelteig, in der Mikrowelle für 9 Minuten zubereiten. Ich habe das Ganze von Edeka. Was gibt's noch? Ja, die Nährwerttabelle. Könnt ihr euch ja wie immer das Video zu anhalten. Hier ist die Zutatenliste. Ja, pro 100 Gramm hat das Ganze ein Brennwert von 172 Kilokalorien. Na gut, das geht ja noch. Wenn man bedenkt, pro Mahlzeit, ich sage mal, eines erwachsenen Mannes oder Mittagsmahlzeit rechnet man so zwischen 600, 700 Kilokalorien. Da sind 172 Kilokalorien, ja, ich sage mal, durchaus verträglich. So, Kohlenhydrate 17 Gramm, davon Zucker 1,2 Gramm, Salz 1 Gramm, ihr habt den Fehler sicherlich auch gesehen, pro 100 Gramm 172 Kilokalorien, pro Portion, also die 400, hat das Ganze 688 Kilokalorien. Da sieht die Sache schon anders aus. Ja, reingefallen. Tete. Ja, Fett 36 Gramm. Kohlenhydrate 68 Gramm. Davon Zucker 4,8 Gramm. Salz 4 Gramm. Ja, also ich sage mal, das sollte man nicht jeden Mittag machen. Gut, aber ausnahmsweise wird es jetzt mal getestet. Ich mache jetzt das Ganze in der Mikrowelle für 9 Minuten. Wie meine Mikrowelle aussieht, wisst ihr ja mittlerweile. Muss ich ja nicht jedes Mal alles dafür umbauen. Wir sehen uns also gleich wieder zum Testen. Also bis gleich. So sieht's aus, wenn es aus der Mikrowelle kommt. Und jetzt wollen wir das Ganze mal ja ein wenig probieren. Bisschen umrühren. Das sind ziemlich große Tortellini. Ich hole hier mal so eine raus. Könnt ihr euch mal angucken. So, wir packen die mal hier auf den Teller und dann werden wir die mal durchschneiden. So sieht sie von innen aus. Und jetzt werden wir das Ganze mal probieren. Schön in die Sahnesoße und jetzt rein damit. Ja, ich muss sagen, die Schinkenteile hier, die sind sehr intensiv. Die Soße ist schön cremig. Die Tortellini an sich, man schmeckt die Nudelteigware raus. Sie schmecken, wie soll ich das sagen? Sie schmecken nicht schlecht. Also mir schmecken sie auf jeden Fall gut. Ich kann sie empfehlen. Sie haben, wie gesagt, der Schinkengeschmack ist ziemlich gut ausgeprägt. Die Sahne-Soße ist sehr, sehr cremig.
und schmeckt auch nicht irgendwie ein bisschen lastig oder so, sondern schmeckt richtig lecker. Die Nudeln oder beziehungsweise die Tortellini schmecken nach Nudeln, wie Nudeln halt eben schmecken müssen. Alles im Allen, durchweg ein gutes Produkt, was ich auch auf jeden Fall weiter empfehlen kann. Gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr könnt dem ganzen Video einen Daumen hoch geben. Ihr könnt es auch teilen auf Google, auf Twitter, auf Facebook, wo immer ihr wollt. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.